komm schon, ich sag, das tut mir leid. Ja, hab ich gehört. Dann sei nicht mehr sauer auf mich. Ich bin nicht sauer auf dich. Wir sind fertig. Was soll das denn bitte heißen? Ich will einfach nichts mehr mit dir zu tun haben. Gib einem Bauern eine Saat und er stellt Nahrung her. Gib einem Musiker ein Instrument und er schafft eine Melodie. Gib einem Soldaten ein... Ich hab keine Ahnung, was wäre. Ich wollte so ein episches Intro machen, aber es wird leider nichts. Ja, warte, jetzt bestimmt den Zusammenhang zwischen dem Intro und dem heutigen Thema, aber den gibt es nicht. Stellt keine Fragen, okay? Erstmal 90% der Infos aus diesem Video sind aus einem amerikanischen Video, was auch in der Beschreibung verlinkt ist. Ja, meine Damen und Herren, aber es ist trotzdem hart, ja? Wer hätte gedacht, dass dieser Tag irgendwann mal kommen wird? Ich weiß, einige von euch haben jetzt den Titel gelesen und dachten sich dann wahrscheinlich... Das ist nicht möglich. Unmöglich. Das ist nicht wahr, niemals! Es sind sehr viele interessante Sachen zwischen Drake und Josh passiert, die sich die meisten von euch gar nicht vorstellen können. Das ganze Video hier baut nämlich auf ein kürzliches Statement von Josh auf, in dem er sagte, dass Drake und er niemals Freunde waren. Fangen wir mal an, okay? Gehen wir einen Schritt zurück. Wo haben sich Drake und Josh das erste Mal gesehen? The Amanda Show ist eine amerikanische Comedy-Show, produziert von Dan Schneider, wem auch sonst. Über ihn habe ich ja auch ein ganzes verstörendes Video gemacht, check das auf jeden Fall ab. Josh hatte da nur ein paar kurze Szenen, wurde aber immer mehr in die Serie integriert und beide bekamen viele lustige Sketches zusammen. Nickelodeon hat dem Produzenten Dan Schneider etwas Druck gemacht, dass er eine neue Serie produzieren soll und 6 Monate später wurde Drake und Josh geboren. Their own show. Nickelodeon presents Drake and Josh in Drake and Josh. Was irgendwie ironisch ist an der ganzen Sache, ist, dass die Charaktere aus der Serie im echten Leben über die Zeit einfach komplett das Gegenteil geworden sind. Josh wurde ein sehr hübscher, bekannter und erfolgreicher Schauspieler und Drake wurde für ein paar sehr kranke Dinge verurteilt, während er gleichzeitig versucht, seine Musikkarriere aufrechtzuerhalten. Bevor das Video weitergeht, erstmal ein brandneues, kostenloses Handygame für euch, was erst vor ein paar Tagen released wurde. Das Spiel heißt Dislight und ist wie schon gesagt für Android und iOS kostenlos. Dislight spielt in der nahen Zukunft, wo ein globaler Kataklysmus die Götter der alten griechischen, chinesischen, nordischen und ägyptischen Mythologie in die moderne Welt bringt. So kann es sein, dass sich der stattliche Odin in ein windiges Motorradmädchen verwandelt oder dass Anubis zum Kendo-Experten wird und zu einem hündischen Gentleman. Was Sun Wukong, Zeus, Medusa und so weiter betrifft, wette ich mit euch, dass sie sie immer noch sofort erkennen, aber von den Persönlichkeiten und Erfahrungen überrascht sein werden. Dislight ist ein rundenbasiertes mobiles Rollenspiel, in dem du deine eigene Esper-Truppe entwickeln, aufbauen und mit Spielern auf der ganzen Welt kämpfen kannst. Du kannst außerdem mit deinem Team andere Spieler herausfordern oder einfach ein lockeres Match mit deinen Freunden austragen. Durch die Verwendung großer lila Blöcke als Themenfarbe hat Dislight einen einzigartigen Pop-Fantasy-Stil des Bildes. Von der originellen Gestaltung der Szenen bis hin zur Animation hält Dislight einen absolut hohen Standard aufrecht. Das Spiel wurde bereits über 100.000 Mal gedownloadet und ist für Strategiefreaks und Leute, die auf gute Musik beim Gameplay stehen, absolut richtig. Ihr könnt übrigens den Code JOINDISLIGHT benutzen, um coole Rewards zu erhalten. Checkt den Link in der Beschreibung ab, unterstützt mich und ladet euch kostenlos das Spiel runter. Boah, ich sterbe vor Durst. Drake und Josh wurde über die Zeit immer beliebter und hatte auch eine sehr starke Entwicklung. Josh war zum Beispiel nicht mehr so dieser Versager, so wie man ihn kannte, ne? Er hat sehr viel abgenommen und er ist auch ein richtiger Playboy geworden. Gefühlt einfach auch so eine Konkurrenz zu Drake schon. Außerdem wurden sie in der Serie zu richtigen Brüdern, ja, was umso mehr wehtut, weil außerhalb der Serie war das einfach nicht der Fall. Josh war früh in seinem Leben immer mehr so ein Außenseiter, der immer versucht hat, zu den Coolen zu gehören, auf Partys eingeladen zu werden. Drake war aber lustigerweise genauso wie in der Serie, ja. Er war der coole Teenager, der alle Frauen hatte, der auf allen Partys war. Josh wollte immer mehr zu den normalen Leuten gehören, ja, und wollte nicht so dieser Typ sein, den Serienunternehmen nur casten, weil er so dieser dicke Goofy ist, den man aus Drake und Josh kennt. Normal zu werden hat zwar geklappt, aber zu den normalen Leuten zu gehören hatte auch seine Konsequenzen. And suddenly I'm like now looking like a normal kid and a normal teen and I'm like, oh, they do drugs. And that's normal. And they go to house parties and they go to clubs. Josh hat sich also immer mehr zu Drakes Charakter aus der Serie entwickelt, aber in real life. Zeit ist vergangen, beide wurden 20 Jahre alt und die Show war vorbei. Drake liebte die Serie und was so diese Nickelodeon-Statistiken und so angeht, war Drake auch einfach immer viel erfolgreicher als Josh. Und Josh sah in sich immer so diesen übergewichtigen, unsicheren, unterschätzten Jungen. Er wollte was viel Besseres haben als das. Hug me, brother! Er hat also bei vielen anderen Projekten mitgearbeitet, unter anderem als Synchronsprecher bei Ice Age. Er hat Social Media durchgezogen, bekannte YouTuber kennengelernt und wurde sogar selbst zu einem mit Millionen von Abonnenten. Drake blieb bei Nickelodeon, bekam noch einige Rollen, worauf er sich aber am meisten fokussiert hat, war seine Musik. Diese hatte ihren Erfolg aber hauptsächlich nicht in Amerika, sondern in Mexiko. Er war da sehr bekannt für seine mexikanische, spanische Musik. 2014 musste er dann Insolvenz anmelden, weil er über eine halbe Million Dollar Steuerschulden hatte. Und 2016 wurde er verhaftet, weil er zum zweiten Mal betrunken Auto gefahren ist und er
musste auch für ein Jahr ins Gefängnis. Bro, das war zweifellos der größte Plot-Twist in der Menschheitsgeschichte gerade. Im Sommer 2017 haben Josh und seine langjährige Partnerin miteinander geheiratet und Drake war einfach nicht eingeladen auf die Hochzeit. Dieses Geschehen hat gefühlt die ganze Welt schockiert, weil es hat sich halt einfach wie gestern angefühlt, als die beiden zusammengelebt und miteinander Tischtennis gespielt haben. Das Ding ging richtig durch die Decke, aber ein paar Monate später trafen sich die beiden, haben sich vertragen und sie drehten sogar YouTube-Videos zusammen. That's Drake, that's Josh, and it's all love, people. Back together again, we're all good. 2018 und 2019 haben sie sehr viel Content gemeinsam gemacht und es sah echt so aus, als ob deren Verhältnis so gut wie noch nie war. Und jetzt schnallt euch an, 2019 hatte Josh die Idee, dass sie ein Reboot von der Serie machen, die sie dann Josh and Drake nennen. Als er sich dann an Drake gewendet hat, damit er das Skript abcheckt, wurden die Dinge sehr, sehr komisch. Joshs Idee war, dass Drake ein gescheiterter Musiker war, während Josh selbst ein erfolgreicher Immobilienmakler geworden ist. Drake als Musiker in Mexiko sollte parodiert bzw. verarscht werden in der Show, während Josh es absolut geschafft hatte im Leben. Mit anderen Worten, der Spieß sollte einfach komplett umgedreht werden. Mexiko wurde in dem Skript so ein bisschen so stereotypisch dargestellt, wie das Amerikaner immer so machen, und Drake hat das Ganze nicht so sehr gefallen und er wollte auch Änderungen an dem Skript vornehmen. Er wollte nicht, dass seine mexikanischen Fans so gedisrespected werden. Josh hat den Änderungsvorschlag aber leider nicht akzeptiert. Kurz danach hatte Drake richtig fette Skandale, die ich hier in dem Video aus Werbefreundlichkeitsgründen leider nicht erzählen will. Check dafür mein letztes Video zu ihm ab. Die ganzen Skandale um ihn haben seinem Ruf sehr krass geschadet. Sogar so krass, dass das Ganze irgendwie zum Thema des heutigen Videos geführt hat. Josh sprach vor kurzem in einem Podcast und erzählte dort Sachen wie, dass er und Drake niemals Freunde waren. Are you guys like not friends? Not really, no. Er hat viele Sachen erzählt und irgendwann haben die Fans angefangen sich zu wundern, weil da echt ein paar Lügen oder Unwahrheiten mit dabei waren. I knew that Drake and I didn't stay in touch for the 10 years since we had made the show. But no one needed to know that. Das hier war 2012. Hier verbrachten die Weihnachten 2013 zusammen. Das hier sind Bilder aus 2014, wo die auch miteinander waren. 2015 haben sie sogar wieder zusammengearbeitet in einer Show. I think it's just an opportunity for Drake and I to be working together again. And obviously we love each other. Außerdem gab es noch ein paar andere Beweise, ja. Also zu sagen, dass sie nicht mal in Kontakt waren, ist schon ein bisschen merkwürdig. I was at the Video Music Awards and I see him there and he sees me. And I go up to him. Go apologize to my wife right now. And is that the last communication? Er meinte, das war das letzte Mal, wo sie miteinander irgendwie kommuniziert haben. Und das war 2017. Drake und Josh trafen sich aber 2017, machten YouTube-Videos zusammen und arbeiteten sogar, wie schon gesagt, an einem Drake und Josh Reboot. Es ist ja offensichtlich, dass sie Zeit miteinander verbracht haben, ja. Und deswegen stelle ich mir so die Frage, ich weiß nicht, warum sagt Josh sowas? Warum sagt er, dass sie gar keinen Kontakt mehr hatten danach? Drake startete vor kurzem einen Podcast. Er erzählte nur Gutes über Josh und er will unbedingt wieder mit ihm befreundet sein. Das ist schon krass, wenn man so überlegt, ne? So die Drake und Josh Show war für Drake das Erfolgreichste, was er in seinem Leben hatte. Für Josh aber eben nicht. Und deswegen wirkt das Ganze so, vor allem weil Drakes Ruf gerade so zerstört ist, als ob das so die letzte Rettung für ihn wäre. Also, dass er wieder Kontakt zu Josh aufbaut und so, ne? Aber Josh möchte auf jeden Fall nichts mit Drake zu tun haben. Er lügt anscheinend sogar sehr offensichtlich, was deren Freundschaft angeht. Krass, oder? Was da alles passiert ist. Also, ich find's wirklich heftig. Ich meine, wer hätte damals gedacht, dass deren Freundschaft im Real Life einfach so ausgehen würde, ja? Einfach so wie in dieser einen Drake und Josh-Folge von vor über 10 Jahren. Komm schon, ich sag, das tut mir leid. Ja, habe ich gehört. Dann sei nicht mehr sauer auf mich. Ich bin nicht sauer auf dich. Wir sind fertig. Was soll das denn bitte heißen? Ich will einfach nichts mehr mit dir zu tun haben.